Hallo zusammen! Mein Name ist Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet und ich habe heute hier ein Unboxing für euch. Und zwar ist es eine Sneak sozusagen. Es ist eins der Kits von Karat Art, die morgen erscheinen. Ja, nächsten Wochen kommt immer donnerstags 18 Uhr ein neues Karat Art Kollektion, eine neue Karat Art Kollektion raus und ich habe die Ehre, euch die, also ein Bild daraus immer mittwochs zeigen zu dürfen. Und diese Woche, 1.9. morgen, ist Flower and Blossoms. Jawohl. Also, Flower and Blossoms Kollektion morgen bei Karat Art ab 18 Uhr und wir gucken uns eins aus dieser Kollektion jetzt an. Und zwar ist es Roses. Das sind lizenzierte Bilder, ja, also ich glaube, das ist die gleiche Künstlerin, die ich letzte Woche hatte. Ich kannte die Künstler nicht und ich stand nicht drauf, als ich es mir rausgesucht hatte, also daher. Kurze Aufklärung noch, hier steht drauf, was drin ist, das sind alte Kartons. Bei diesen Kollektionen ist kein Toolkit dabei, das steht aber auf der Seite drauf. Dafür ist es ein bisschen günstiger, ihr könnt euch aber ein Toolkit dazu kaufen, wenn ihr noch keins habt. Aber sie nutzen die alten Kartons, finde ich beides, im Hinblick auf Müll, super nachhaltig. So, unser Hobby ist nicht nachhaltig, deswegen ist es gut, wenn da an bestimmten Ecken gespart wird. Hier ist das Kit. Und obwohl es nach außen gerollt ist, ist es kein Mounted Glue wie bei Treasure Studios Art, also ein Mittel aus Folie und gegossener Kleber, sondern es ist gegossener Kleber. Das sehen wir auf jeden Fall auch schon an der Klarsichtfolie. Und ihr seht jetzt schon, dass der Druck wieder super ist. Gucken wir mal, was wir kriegen. Wir kriegen einmal unser Bild. Wir kriegen eine Rolle Washi-Tape. Karat Art Washi-Tape. Uhu. Und wir bekommen in Zipfbildeln abgepackte Steinchen. Jawohl, da sehen wir schon die ABs, mal gucken, ob es wieder so viele sind wie beim letzten Mal. Viele von euch finden das super mit den vorabgepackten, ich auch, man kann direkt loslegen. Aber zum Zeigen ist es echt doof. So. Hier ist das Bild. Boah. So, bevor wir das Bild uns näher angucken, schon mal ausrollen, dann kann ich es hinlegen. So. Gucken wir uns das hier an. Das ist ein Aufkleber. Hier ist das Artwork nochmal. Das Bild ist cool, ne? Die fühlt ein bisschen was von Dornröschen. Wolves. Wieder von Jaroslava Guskova. Die hatte ich letzte Woche schon. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Aber letzte Woche das Bild war richtig gut. Mermaid Witch. Wer das noch nicht gesehen hat, darf gerne mal bei mir reinschauen in das Bild von letzter Woche. 50x63 und es ist rund. Ob es das jetzt in eckig auch gibt, weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht. Die meisten gibt es auch in eckig. Könnt ihr dann im Shop rechts könnt ihr auswählen. Ne, wenn ihr draufklickt, ist ein Dropdown und da könnt ihr dann auswählen, ob eckig oder rund. Und das sind, ist die Legende. Und es sind wieder 72 diesmal. Wow. Also bei der bei den Kollektionen im Moment, mein Karat Art ist mit den Farben echt ernst. 72. Und hier haben sie sich ein Beispiel genommen an anderen, zum Beispiel damit Adlop. Die sind schon vorausgeschnitten für euch. Also ihr müsst sie nur noch abziehen und könnt sie dann auf die Containerchen oder die Tütchen kleben. Wirklich gut, mag ich sehr gerne. Es macht mir das Leben leichter. Und hier haben wir das Bild. Wir sehen auch hier links und rechts haben wir wieder eine Legende. Wir haben hier oben Let the Pleasure Begin, Karat.art. Das Material ist so ein bisschen filzig hinten, ja, und vorne aber sehr glatt. Wir haben gewellte Ränder und abgesteppt und die Leimwände sind schön. Nicht zu fest, aber gutes Material. Dann haben wir hier unten 10%. Kann mir gerne in Safe www.karat.art, Happy 10. 10%, wenn ihr möchtet und den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr auch meinen Code nehmen. Dann bekommt ihr auch 10% Rabatt und ich kriege ein bisschen was, weil ich Affiliate bin.
würde ich mich drüber freuen. Ihr könnt aber auch die Happy 10 nehmen, wenn ihr denkt, nee, möchte ich nicht. Aber wenn ihr meinen nehmt, freue ich mich. Ich blende ihn euch ein, beziehungsweise ihr findet ihn auch unten in der Infobox. Dann haben wir hier den Titel Roses, so heißt das Bild. Die Künstlerin ist Jaroslava Guskova und hier die Artikelnummer. Und an der Artikelnummer seht ihr auch immer schon, ob es rund oder eckig ist. Ne? Ja. So, dann gucken wir uns mal den Kleber an. Da seht ihr das schon. Seht ihr die Reflexion? Die Folie ist jetzt hier weg. Hier super schöner gegossener Kleber. Gucken. Die Folie ist ein bisschen dünner, dass ich da wieder gerade drauf bekomme. So. Wir schauen auch hier mal auf die Symbole und die sind auch super klar. Ja, kein Stress. Alles gut. Ja. Ich finde sie manchmal ein bisschen klein, aber das bin einfach nur ich und das ist mein verwöhntes Auge. Sie sind aber auf jeden Fall sehr gut gedruckt. Ihr seht es schon an den Farben, an den 72, dass wir hier ein bisschen mehr Konfetti haben, aber dafür auch weicheres Rendering. Ne, alle, die bei anderen Diamond Painting Unternehmen aus Amerika, die mit Lizenzen, also die ihre Künstler auch bezahlen, und lizenzierte Artwork für Diamond Paintings nutzen. Wenn ihr da mit dem Rendering nicht klarkommt, weil es ein bisschen zu hart für euch ist und so, ne? Da sind ja ein paar, die sagen, okay, das ist mir zu klar. Karat Art rendert weicher. Dafür haben sie mehr Farben. Okay, ist auch völlig in Ordnung, aber es ist trotzdem handgerendert. Es ist eine deutsche Firma, es ist ein Familienunternehmen, die gehen nochmal über die Bilder drüber, die gucken nochmal, wo können wir, ne? Das ist, kommt nicht nur aus dem Rechner. Du merkst es den Bildern an, ob sie einfach nur durch den Rechner gejagt wurden zum Rendering. Und wir sehen, dass hier keine unnötiges, also da ist nicht irgendwie noch was, ein Stück irgendwo drin, wo er nicht hingehört. Aber es ist schon, sind schon mehr Farben an einem Punkt, sodass wir hier weiche Übergänge haben. Und das Gesicht sieht wirklich gut aus. Roses, schick. Also hier haben wir richtig schöne Blautöne und guck dir mal den Tag hier dieses. Richtig cool. Und die Größe gefällt mir auch. 50x63. Weil ich gefragt wurde, gucke ich mal eben. So. Ich messe mal für euch. Das mache ich sonst nicht, aber wir tun das mal. Wir tun das mal. So. Also wir haben hier ganz genau 50. Und wir haben hier... ein bisschen mehr als 63 sogar. Ja. Also, tool to size, sprich, wir bekommen hier das, was draufsteht. Und hier haben wir die Farben. So, wir gucken uns jetzt das Bild mal von Namen an und auch die Steinchen. Thank you.
Zimmer wieder. Schöne Farben, ne? Also die Lila und die Grünen und die Blautöne gefallen mir sehr gut. Und hier sind unsere IBs. Auch diesmal haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und was für schöne Farben. Wir haben hier einmal das Lila. Ach so, ganz kurz für die, die nicht wissen, was ein IB ist. Ein IB ist ein Aurora Borealis Steinchen. Die haben so eine Beschichtung, ihr seht. Das erinnert so ein bisschen an die Nordlichter, deswegen Aurora Borealis. Und damit kann man ganz toll Highlights setzen. Und wir haben hier dieses Lila, dann haben wir zweimal sehr nahe Fliedertöne, die 210 und die 211. Die sind sich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich da zwei IBs gebraucht hätte, aber okay. Wir haben diesen hier, der ist schön. Dann haben wir hier noch einen pinken, weiß, geht immer, oh, und türkis, mega. Ich glaube, ich hatte noch nie einen türkisenen AB. Richtig cool. Also, sehr schön. Das sind unsere ABs und ich sage euch ungefähr, wo die denn so platziert sind, weil ich habe letztes Mal festgestellt, dass die sehr gesprenkelt sind, also nicht so an bestimmten Stellen, sondern so ein bisschen irgendwo viel dazwischen gesprenkelt sind und dann ist es schwer, sie alle oder jeden davon zu finden. So, das hier ist der Buchstabe A. Kurz zup. Oh, und heute zeige ich euch das hier. Der Buchstabe A. Hier. Ne, das ist unser erster EB. Die 208. Und dieses A ist hier immer mal wieder zwischendrin, einzeln oder zwei, drei, ne, hier im Kleid und hier auf der linken Seite auch, so ein bisschen in dunkleren lila Arealen, auch in den Blumen, das hier, aber auch nur so ein bisschen. Wir gucken mal hier oben, hier, ne, da immer mal wieder und hier, da, ne, ich zeige euch das mal näher, da, seht ihr, die sind immer so ein paar dazwischen gesprenkelt. Hier sind ein paar als Strähne, also ein paar Haarsträhnen. In den Haaren haben wir auch diesen lilanen AB, hier drüben auch. Und hier in der Blume auch so ein bisschen. Ne? Also wie schon geahnt, in den lila Bereichen. Und das hätte ich jetzt in den Haarsträhnen hier auch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da haben wir den. Dann haben wir als nächstes die 210 AB, das ist C. Und ich glaube, dass wir zusammensuchen, weil sie auch in der Nähe sein werden, die 211 AB, das ist das E. Ne? Das sind diese beiden fliederfarbenen und C und E, und da sind wir ganz richtig, die sind alle hier auch. Ich zeige euch, wie die so ein bisschen verteilt sind. Ihr seht hier CC, dann da ist da noch ein E dazwischen. Ne? Also in den Haaren, immer mal wieder in den Strähnen. In den Blumen, gucke ich gerade mal, eher nicht, nein, in den Blumen nicht. Also C und E sind hauptsächlich in den Haaren tatsächlich, hier in den Strähnen mit drin. Ja, nicht in den Blumen und auch nicht im Kleid. Die fliederfarbenen haben wir in den Haaren. Das ist echt interessant. Lustige, coole Mischung. Das wird bestimmt einen geilen Effekt geben. Und dann haben wir hier unseren so ein bisschen beigen. Ne? Das ist die 819 AB. Das ist X. Und dieses X, helft mir mal suchen. Ah, das haben wir hier im Weißen. Hier so ein bisschen, zwei, drei. Dann haben wir hier auf ihrer Haut so ein paar. Ne? Auch hier seht ihr, die sind ziemlich verteilt. So, also einzelne dazwischen. Hier mal wieder in den Haaren gibt es auch noch mal so zwei, drei, aber sehr, sehr vereinzelt. Ups, so, da, ne, zum Beispiel. Auch hier oben in den Haaren. Und hier in den Augenwinkeln zum Beispiel. Aber auch hier im Auge ist hier einer, hier nicht. Da üben am Auge, ein bisschen wie Highlighter. Aber auch nur zwei, drei. Und in den Haaren. Gut.
Dann haben wir als nächstes die 963. 963. Das ist das kleingeschriebene a. Das kleingeschriebene a haben wir in der Haut. Das haben wir hier in den Schultern. Da haben wir das kleingeschriebene a. Hier so ein bisschen. Hier ein paar zwischendrin. Hier auch ein bisschen. Aber auch so einzeln wieder, ne? Da sieht es neben dem X. Genau hier. Bup, da. Und das war's. Also so ein bisschen in der Haut mit drin. Im Gesicht, sollen wir mal im Gesicht gucken? Schub. Nee. Nein. Nö. Also ich sehe jetzt keins. Dann haben wir diesen türkisen, die 3766. Swups. Das ist dieses Unendlichkeitszeichen oder die Harry Potter Brille, wie auch immer man das sehen möchte. Gebt ihr den Symbolen auch immer eigene Namen. Bei manchen ist es klar, bei manchen ist es schwierig. Aber in meinem Kopf gebe ich immer Namen. Dann ist es einfacher, sich zu merken. Hier. Da haben wir so ein bisschen. Ups. Da ist der türkisen. So, wo das hinten dran ein bisschen durchlug, beziehungsweise sind, glaube ich, die Ranken. Ja, das sind die Ranken, weil hier auch. Also der ist in den Ranken hier auch ein bisschen, ein paar, da ein paar, hier oben, da, da sind welche, da, hier, also in diesen, hier, in den Ranken, hier drüben auch, da ist der AB verbaut. Und dann haben wir noch last but not least, die 5200, der weiße AB hier. Das ist dieses Zeichen, diese zwei T's übereinander und das ist es weiß hier. Alles, was hier im Kleid weiß ist, da, da, da. Hier in den Haaren gibt es nochmal weiße Stellen. Also nicht alles, was weiß ist, aber hier, hier. Hier seht ihr es, da haben wir weiß und zwischen dem normalen Weiß kommt dann immer wieder dieser weiße AB. Und das haben wir. Hier sind auch noch mal ein bisschen, ist auch noch ein bisschen da, hier und hier überall in den Strähnen immer ein bisschen. In den Augen wenige, zwei, drei. Tatsächlich da und hier in der Iris jeweils. Und hier oben haben wir auch wieder so ein paar Striche, in denen wir den weißen AB haben und in den Rosen. Und zwar so ein bisschen reingesprenkelt. Genau. Also, dieser weiße AB. Die Haare werden echt heftig funkeln. Die Haare sind sehr AB-lastig, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Das sind unsere ABs gewesen. Und das ist das Bild. Ich zeige es nochmal aus dem Winkel hier. Wows. Roses, Roses. Und heute erscheinen natürlich noch andere Bilder. Ich habe ja gesagt, das ist heute die Kollektion Flowers and Blossoms, also Blumen und Blüten. Und ich zeige euch jetzt mal, was die anderen Bilder sind, die heute rauskommen. Welche anderen Bilder heute nicht, morgen rauskommen bei karat.art in dieser Kollektion. Ich zeige es euch hier mal und auch die werden von anderen Creators in den nächsten Tagen auf YouTube und Co. gezeigt. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie die in live aussehen. Schreibt mir da mal in die Kommentare, ob da was für euch dabei ist, ob ihr euch auch für das entschieden hättet oder ob eins der anderen euch besser gefällt. Und ob ihr überhaupt schon mal was von Karat Art hattet. Das würde mich auch total interessieren. Finde ich immer total. Wirklich super, super, super spannend. Weil die Geschmäcker ja doch auseinandergehen. Und Karat Art, das Rendering, ich weiß, dass einigen das viel besser zusagen wird, nämlich vor allen Dingen denen, denen das Rendering von Diamond Art Club oder Dreamer Designs zum Beispiel zu hart ist. Ja?
Denen wird das hier sehr gefallen und mir gefällt, dass es trotz handgewendet ist und trotzdem weiche Übergänge sind. Und natürlich habt ihr dadurch mehr Konfetti, ist ganz klar. Und dass sie zuhören und Dinge anpassen, die sinnvoll sind und immer weiter besser werden und wachsen. Das mag ich sehr gerne. Danke dafür. Also, meine Lieben, das war Roses. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir mal entsprechend in die Kommentare. Ja, und dieses Bild erscheint mit den anderen zusammen morgen um oder ab 18 Uhr, morgen am 1.9. Schaut mal bei Karat Art rein. Und ja, meine Lieben. Dann bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, als ich hoffe, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Die nächste Vorschau von Karat Art gibt es nächste Woche Mittwoch, also da wieder reinschalten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren und Glöckchen aktivieren. Und ansonsten passt sie bitte, bis wir uns wiedersehen, gut auf euch auf. Bleibt immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin, see ya!